26-Jähriger kracht mit einem Mercedes-Mietfahrzeug in die Halle vom Tennisclub Bietigheim. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, die Feuerwehr musste das Fahrzeug jedoch aus der Halle bergen. Ich dachte, man soll schöne Bilder von uns machen, aber ich kann zwei. Da warten wir noch schön. Aber ich bin der Anschauung, ich warte. Hat der Meeresstraße. diese Videodokumente gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like sehr freuen. Falls noch nicht geschehen, dürft ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Und wie immer dürft ihr natürlich hier unten unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.